Okay. So. Da würde ich mal sagen, ist dann das Ganze auch etwas abgegrenzt jetzt. Hier werde ich. Ach, wir haben ja einen Park. Wir haben ja einen Park. Mal schauen. Stadtpark. Ach du Scheiße. So groß habe ich mir den Park jetzt auch nicht vorgestellt. Ach du Scheiße. Ja, das ist auf jeden Fall ein Park. Oh, Backe. Ja, gut, lassen wir erstmal noch. Ach du Scheiße. Ja, gut, okay. Kann man wahrscheinlich auch nur einmal bauen. Dann, ja. Wir werden da schon noch was finden, was man da hinbasteln kann. So, es stürmt wieder ein bisschen. Ein Glück ist der Vulkan noch nicht ausgebrochen. Ach, Feuerwehr. Unbedingt eine Feuerwehr bauen. Weil wenn der Vulkan nämlich ausbricht, ist eine Feuerwehr ja, das A und O. Okay, ich weiß nicht, was machen die überhaupt? Machen die überhaupt irgendwas? Ja? Also wenn ich hier zur Arbeit gehe und ich würde die Füße hochlegen. Naja, gut. Eine Feuerwehr, die werde ich wahrscheinlich hier hinbauen. Okay. Wieder eine Farm. Anderswo. Hin. Fokussieren. Damit die hier wegkommt. El Diablo hat etwas gegen ihre Einwanderungspolitik, Präsidente. Wie soll eine echte Tropikaner Arbeit finden, wenn ganze Herrscharen von Einwanderern unsere Insel heimsuchen? El Diablo, wäre auf, verstehst du? Ja. Ja, aber wir sind doch darauf angewiesen. Wir haben doch nur 115, 14. Also, ich weiß ja nicht, bin ich damit eingerechnet? Ich sage einfach mal 115, ja, und ich kann nicht arbeiten. Ich arbeite die ganze Zeit. So. Sitze in meinem Schlauchboot. Mit meiner Kubana. Und in meinem Swimmingpool voll Geld. Egal. Überdenken Sie immer und bekommen den Zorn von El Diablo und den Nationalisten zu spüren. Du kannst mich mal. So. Ja, hier Qualifizierte machen wir mal. Okay. Hier könnte man vielleicht Wohnhäuser für die. Ja, komm, das machen wir mal. So. Dann können da die Beamten teilweise wohnen. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht mache ich hier oben auch noch ein paar. Hat sich hier schon was verändert? Die stellen wir doch glatt an. So. Ja. Ja, mal schauen. Wie sieht's hier aus? Nicht miserabel. Miserabel überdurchschnittlich. Ja, gut, dann lassen wir das. Naja, mies ist immer noch besser als miserabel, ne? Na, also. So. Dann haben wir schon mal 3 der 5 Ministerplätze belegt. Sehr gut.
bringt uns die Vorteile, dass wir jetzt hier Edikte erlassen können. Zum Beispiel unter Inneres. Ne, wo waren das jetzt schon wieder? Ach, Wirtschaft haben wir natürlich noch kein. Jesus Maria. Aber Verteidigung könnten wir zum Beispiel jetzt das Kriegsrecht. Ja. Ausrufen. So, Inneres haben wir auch noch nicht. Auswärtiges Amt. Wie sieht's denn aus? Fraktionen. Ne, gar nicht. Ausland. Ausland. UdSSR 73, China 65. Ja, dann kommen wir. Machen wir mal kurz. Auswärtiges. Und zwar. Ach ja. Moment, das, unsere Genossen aus der UdSSR haben uns Baupläne geschickt, mit denen wir Mietshäuser, Apartments und moderne Apartments zum halben Preis bauen können. Diese einmalige Investition könnte uns in Zukunft viele Dollars sparen, Präsidente. Boah, nehmen wir mal. Man kann auch nur ein Feature, sage ich jetzt einfach mal, machen pro Jahr. Pro Jahr? War das pro Jahr? Ja. Nee, pro 2 Jahre sogar. 24 Monate. Hier baut sich immer noch nichts auf. Also heißt, die Windturbine hat sich auch noch. Okay, also anscheinend funktioniert es. Ich habe keine Ahnung warum und wie, aber es funktioniert. Guck mal, diese so eine, die Salzmühle gewinnt Salz aus nahegelegenen Vorgaben, die sich im Gegensatz zu jetzt nie erschöpfen. Die Salzmühle fördert auch den Bau von Ranches und okay. Also muss schon irgendwie in der Nähe sein. So, was haben wir hier unten? Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund und Ihre Zukunft kinderreich sein. Ich möchte handeln. Ich möchte handeln. Man sagt ja, das Schiff sei das Kamel des Meeres. Als Kenner von Kamelen kann ich nur bestätigen, dass das da was Wahres dran ist. Darum möchte ich Sie bitten, mir viele Schiffe beladen mit Rindfleisch für meine vielen und launenhaften Frauen zu schicken. Exportieren Sie 500 Rindfleisch, Sie erhalten 5000, wenn Sie diese Aufgabe annehmen. Erstmal überlegen, erstmal gucken. Das ist ja praktisch, dass man nicht jede Aufgabe annehmen muss. Ja. Jetzt, oh, ein neuer Tropikaner. Meine Güte. Sieht gut aus. Hier wird jetzt endlich auch mal gebaut. Was will der? Wie furchtbar, Präsidente. Einer Ihrer Bürger kritisiert Sie offen. Dieser Frevel muss aufhören. Der Bürger gehört hinter Gitter. Also wirklich, dieser böse, böse Bürger. Ich habe bereits ein Umerziehungsprogramm für diese bedauernswerte und verlorene Seele entwickelt. Verhaften Sie den Bürger mit dem wenigsten Ansehen für Sie. Ja, überhaupt kein Gefängnis und keine Polizei. Lassen wir erstmal. Aber werde ich sowieso wahrscheinlich nicht machen. So. Hier ist man fleißig am Gassen. Erhöht das Ansehen. Alle Gewinne fließen auf das Schweizer Bankkonto. Da habe ich noch gar nichts momentan. Null. Eindeutig. Dann würde ich mal sagen. Bin mir unschlüssig. Lassen wir erstmal so. Wie viel sind 85? Das ist gar nichts. Nee, lassen wir so. So. Wenn die Baugenehmigung denn irgendwann mal kommt, dann geht das hier richtig los. Nein, keine Rebellen. Jetzt ist es Zeit, dass ich ein paar Wachtürme aufbaue. Präsidente. Wie Sie wissen, stehen die hiesigen Wahlen unter der Beobachtung der Vereinten Nationen, die ich repräsentiere. Der Termin ist in 12 Monaten. Schon klar.
Achso, wir haben übrigens die Religion eindeutig angehoben. Heißt, wir haben unsere Wahlversprechen auch gehalten. Also mal schauen. Ja, Religion ist jetzt auch nicht mehr an uns erster Stelle. Jetzt ist es Unterkunft. Sind so wenig Unterkünfte vorhanden? Ja gut, komm, machen wir mal. Lohn? Sie selbst, ja, natürlich. Mal gucken, wer will denn gelobt werden? Militaristen? Umweltschützer? Habt ihr gerade richtig gesehen? Boah, aktuelles Ansehen 100%, sehr gut, sehr gut. UdSSR? Die Loyalisten sind aber auch nicht gerade zufrieden. Na, machen wir die Umweltschützer. Ja, hoher Durchschnittslohn. Könnte man vereinbaren, dann könnte ich die Mieten auch ein bisschen höher treiben und die von den billigen Wohnhäusern wegkommen. Einige sind aber die höchsten Durchschnittslöhne für Tropico-Stadtstiftungen. Versuchen wir es mal. Einwohner von Tropico, ich möchte die großen Fortschritte hervorheben, welche wir gemacht haben. Die Produktion wuchs stetig. In manchen Regionen betrug die Wachstumsrate gar 25%. Ich sage euch, wir werden den 5-Jahres-Plan in 4 Jahren erfüllt haben. Das nenne ich Fortschritt. Ich muss euch vor den sogenannten Rebellen auf unserer Insel warnen. Hierbei handelt es sich um Anarchisten, die sich nicht weniger um diese Insel sorgen könnten und dennoch als ihre Befreier auftreten. Aufgrund ihrer nihilistischen Gepflogenheiten sind all unsere Bemühungen, was die Verbesserung der Wohnverhältnisse betrifft, im Keim erstickt worden. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Kompanieros. Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid, meine Herren, meine Auftraggeber. Jetzt ist es an der Zeit, meine Dankbarkeit an die Umweltschützer zum Ausdruck zu bringen, welche die Geschenke, die Mutter Natur Tropico beschert hat, beschützen. Als Nation haben wir viel erreicht. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir aber noch einen langen Weg vor uns. Während meiner nächsten Amtsdauer werde ich eine Politik verfolgen, die uns alle reich machen wird. Die Tropicaner werden die höchsten Durchschnittslöhne in der ganzen Karibik haben. Die Zukunft von Tropico benötigt unseren Sieg. So, und damit würde ich mal sagen, haben wir unser Ziel erklärt. Sieht auch gut aus, 87-18, die Wahlen sind im Sack. Naja, ihr wisst, was ich meine. Nochmal. Das ist ganz schön neblig da oben. Ne, das sind nur normale Wolken. Gut, es sind auch schon einige Gebäude jetzt gebaut. Ja. Hier unten fängt es jetzt auch langsam an. Hab gesehen, ich habe hier die Polizeiwache hingebaut. Man sieht auch, hier steigt die Kriminalität langsam. Man sollte also wirklich langsam einschreiten. Und mal schauen. So. Ich würde vorschlagen, ich mache hier jetzt noch eine wie heißt's? Fischfarm, die sieht auch anders aus. Sag mal, das stand doch gar nicht drin. Doch, hier, Fischfarm 62, okay. Schiffsrestaurant.
Wasseraufbereitungsanlage, sehr gut. Moderne Apartments, die sehen aber cool aus. Bio-Ranch. Ein Ranch kann Nahrungsprobleme lösen und kostet weniger als eine Farm. Wow. Bio-Farm. Okay, also jetzt kommen langsam die ganzen Sachen hier, ich dachte, für die Modernisierung. Wird es automatisch modernisiert? Nö. Nö, wird nicht. Da kommt sicherlich nochmal irgendwie eine Aufgabe. Aber gut, hier hinten ist sowieso schon fast alles leer gefischt, also, naja. Gut, also wie gesagt, ich baue jetzt nochmal ein Holzfällerlager. Und werde dann langsam aber sicher auch schon die erste Industrie hier ranziehen, und zwar das Sägewerk. So, wird auch gleich empfohlen, sehr gut. Baue ich mal einfach in die Mitte rein und anschließend werde ich hier auch daneben gleich noch ein Fuhrparkbüro bauen, dass das dann auch hier alles hin und her transportiert werden kann. So, das heißt natürlich, dass die hier nicht ausreichen werden, aber das können wir ja später machen. Wie Sie alle wissen, wollen die Sowjets die Amerikaner atomisieren und die Amerikaner wollen die Sowjets atomisieren. Und zwar mitten in der Karibik. Um den Planeten und Tropico zu retten, hat El Presidente die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Also ab in die Kaserne. Übungen, wie Sie eine Nuklearrakete mit Ihrem Körper aufhalten, beginnen um 13 Uhr. Der ist gut. Ja. Okay. Kuba-Krise ist gerade in Kraft getreten, könnte man so sagen. Heißt, ich werde jetzt mal zwei, drei Wachtürme bauen, damit da die Leute rein können und das passt auch gerade, falls wir irgendwelche Rebellen auf die Insel kommen, dann haben wir zumindest etwas zur Gegenwehr. So, die Wahlergebnisse haben wir auch. 91 zu 17, wunderbar. Das heißt wieder mindestens 4 Jahre im Amt. Obwohl, wir sind 3,6. So, also, wie gesagt, hier kommt noch ein Holzfällerlager hin. Das wird auf niedrige Priorität gestellt, das kann normal bleiben. Und wenn das Ding fertig ist und das Ding fertig ist, dann werde ich das wahrscheinlich im Schnellbau durchrackern lassen. So, die Mine wird auch langsam gebaut. Mann! Ja, das Grundgerüst steht ja da nur so schon seit 10 Jahren. So. Präsidente, ich bin noch nie mit einem wichtigeren Anliegen vor Sie getreten. Tropikanischer Fisch schmeckt plötzlich ekelhaft und es gibt nicht genug davon. Was? Wir müssen auf die neuen Fischfarmen umstellen. Die wissen, wie man Fisch zubereitet. Beseitigen zuerst die kleinen Fischer und ihre stinkende Produktion. Zerstören sie alle Fischereihäfen. Ja, okay. Ich sag mal so, die nächste Fischfarm, Fischereihafen wäre sowieso eine Fischfarm gewesen. Also, komm, machen wir mal. Heißt also... Einmal den hier und einmal den hier und dann können wir ja auch schon mal den Bauplan kaufen. Heute haben wir Botschafter Lord Chaffney eingeladen, um mehr über die wachsende Freundschaft zwischen Tropico und der EU zu erfahren. Ich habe gerade mit meinem werten Freund El Presidente vorzüglich zu Mittag gegessen. Unsere Beziehungen werden ebenso vorzüglich bleiben, solange ich meinen Tee mit Ihrem fabelhaften tropikanischen Teegebäck einnehmen kann. Sehr gut, sehr, sehr gut, gut. So. Ich baue auch jetzt mal kurz ein paar Apartmenthäuser. Die haben natürlich auch wieder eine bessere Qualität, eine bessere Wohnqualität, heißt also, wir können da kein zweites hinbauen. Heißt also, die Tropikaner sind etwas glücklicher mit ihr Leben und wollen dadurch natürlich auch ein bisschen mehr arbeiten, ne? Und Arbeit ist gut. Wieso kriegt da kein zweites hin? Denn Arbeit ist gut, Arbeit heißt, wir bekommen Geld und das heißt, wir können es wieder in Tropico stecken. Leck mich doch am Arsch.
Ja, bei mir, da ist manchmal immer ein bisschen tricky. Was sind die jetzt denn? Eben gerade hat es doch noch hingepasst. Ach, das passt jetzt. Ach, das passt doch hin, verstehe. Okay. Ja, bei mir muss das immer ein bisschen nach was aussehen, weil sonst. Musik. Ja, im Brunnen ist da ein bisschen fehl am Platz, glaube ich. Na komm, so sieht das schon aus. So. Ja, ist halt, man könnte zwar auch jetzt das Einzelne dahin packen, werde ich wahrscheinlich auch noch machen, das wird eine sehr gute und spannende Sache dann. Aber man hat diesen Untergrund halt nicht und das sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus dann, also das sieht dann hier so aus. So. Ich habe einen Geheimauftrag für Sie, Genosse. Er ist von internationaler Dringlichkeit. Sehr gut, Agentin Sascha. Aber ich habe noch kein Bauxit. Ja, habe ich noch nicht. Hm. Was ist denn überhaupt gewesen? Hinter mir. Ach ja, den machen wir mal wieder auf neutral hier. So. Ja. Hm? Sir, die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Wir sollten geeignete Maßnahmen ergreifen. Ach ja, da war ja was. Wie viel haben wir denn momentan? ja, da, ja. Okay. Also erstmal. Ja. Ja. Und anschließend. Mindestens 3 Wachtürme sind gut. Ja, doch, passt. Wachturm, Wachturm, Wachturm. Und zwar einmal natürlich hier vorne. Passt nicht hin. Oh Gott, es passt nicht hin. Gut, jetzt machen wir den hier rein. So. Dann kommt einer. Zu, nicht generell. Einer kommt dann hier irgendwo hin. Ja, in der Nähe von den Regierungsgebäuden. Und der zweite kommt dann wahrscheinlich hier oben irgendwie hin. So. Ach ja. Wie sieht's hier aus? Sieht gut aus. So, jetzt kommt die Windturbine. Man kann nämlich diese ganzen Sachen nicht bauen. Ja, naja. Weil man keinen Strom hat. Aber die Windturbine, ja, die ist ja praktisch dafür gedacht. Ja. So, also heißt, je nachdem wie ich die jetzt hinbaue, habe ich hier 16. Wie viel brauche ich? 5? 10? Eisenproduktion. Also 40, 30. Gut, das wollen wir. Okay, dann für die beiden reicht's aus. Das ist völlig ausreichend. Dann mache ich dann nämlich einfach mal die Turbine hin. Und werde die auch jetzt als Schnellbau machen. 6000. Gar nicht so im Auge gehabt. Der hat eine neue Windturbine bauen lassen. Da flippen grüne Freaks doch aus, was? Meinen Sie das Ding, das neben dem Nistplatz der Tropischildkröten errichtet wurde und dem letzten Kokosnussadler den Schädel gespalten hat? Ja. Finde ich ganz toll. Die Radiosprüche sind immer geil. Gut. Ja. Produktivität gesteigert auf 70%, sehr gut. Dann werde ich dann noch El Presidente hinschicken. Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? Damit er da nochmal auf den Tisch hauen kann und sagt, Jungs, so geht das aber nicht. Und dann passt das schon. So, hier, das Ding wird nicht abgerissen. Sehr gut. Ja, naja, es baut sich halt alles langsam. Langsam aber sicher. So.
Immer noch. Ich habe einen Geheimauftrag für Sie genommen. Okay, ist alles voll. Ist nicht da. Nee, noch nicht. Okay. Nächstes Schiff in circa 3 Monaten. Okay, da muss man noch ein bisschen warten. 13.000. Wie viel liegt denn da? 4.000. Okay, jetzt heißt es wieder ein bisschen sparsamer sein, nicht so viel auf Schnellbau machen. Aber das hat so schon seine Wirkung gehabt. Die meisten Gebäude sind ja jetzt hier gebaut, die man braucht. Hier die Feuerwehr ist auch da. Sind natürlich in der Oberschule Hochbetrieb gerade, weil so viel Personal muss erstmal ausgebildet werden. So, ja, einen Brunnen setzen wir mal hier noch hin. Und dann links kommt dann auch noch ein Gärtchen hin, und zwar so, das reicht aus. Alles klar. Oh, so langsam aber sicher nimmt die Insel doch an Form an. So. Was haben wir hier hinten? Da können wir auch was hinbasteln. Baue ich. Wie groß ist denn das Theater überhaupt? Oh, hat schon eine Größe, eine gewisse.